Hallo alle zusammen. Ich heiße euch wieder einmal ganz herzlich willkommen zu einem neuen Part von Disney Dreamlight Valley. Und heute mit Mike. Und Sally aus dem Monster AG Update. Danke Leute, ich bin noch den ganzen Abend hier. Und nicht vergessen, euren Kellner Trinkgeld zu geben. Ich hätte keinen schöneren Tag herbeizaubern können. Gute Nacht, Leute. Vergesst mich nicht. Ihr wisst ja, es war wirklich schön mit euch. Ja. Okay. Danke, Leute, ich bin noch den ganzen Abend hier. Und nicht vergessen, auch im Keller. Und damit Hallöchen zusammen. Ja, Mike hatte ja schon seinen großen Auftritt, aber er hat noch eine Quest, wie ihr sehen könnt. Und die möchte ich ihm jetzt noch entlocken. So, Mike, lass genau reden. Dich wollte ich sehen. Oh. Ja, ich weiß. Isa, genau die Person, die ich sehen wollte. Wir müssen über das Tal reden. Was gibt es? Klar, was gibt's? Wie soll ich es nett ausdrücken? Mike, sag jetzt nichts Falsches. Das ist mein Tal und ich habe mir extrem viel Mühe damit gegeben, ja? Dein Tal ist zu schön. Das ist auch ein seltenes Kompliment. Ist das ein Problem für dich? Danke. Oh nein, was soll ich nur tun? Danke? Es gibt keinen Anreiz, keine Kultur, keinen Schwung. Du verstehst schon, oder? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Nicht wirklich. Aha. Okay, lass mich erklären. Ich war sowohl in Remis Restaurant als auch in Dagoberts Laden. Und, naja, was ist bei Herrn Duck passiert? Nichts, nur er braucht dringend ein paar Lektionen darüber, was angesagt ist. Okay. Hey, er tut sein Bestes. Ich mag das, was er auf Lager hat. Er könnte etwas mehr Abwechslung haben. Ich mag aber, was er auf Lager hat. Was ist dem Jeremy passiert? Ich habe gehört, dass er ein fantastisches Gericht hatte, bei dem sich alles um frisches Obst drehte. Irgendetwas mit dem Thema Himbeeren feiern. Was? Himbeersorbet? Ich dachte, Remy soll ein guter Koch sein. Ich nehme an, du hast ein paar Ideen. Ja. Was ist also der Plan? Dieser Ort braucht ein bisschen Stil, ein bisschen Schwung. Ein kleines je ne sais quoi, das anscheinend nur ich bieten kann. Also gut, was willst du ins Tal bringen? Eau de Closette. Okay. Ich habe gerade irgendwie Gänsehaut, aber nicht von der guten Sorte. Es ist so naturbelassen hier. Das ist auch gut so. Ich habe es extra so gemacht. Ich will so riechen, als würde ich... Das stimmt allerdings, lieber Olaf. Ich will so riechen, als würde ich gleich ein Monatsgehalt von bei Harryhausens ausgeben. Nicht so, als käme ich gerade von einem Bauernhof. Klar, was für ein Eau de Closette willst du denn machen? Ich kann ein paar Gewürze wie Vanille besorgen, vielleicht etwas Moschus. Oh. Was? Nein, nein, nein. Wir nehmen die edelsten Zutaten. Faulender Fisch. Oh ja. Bitte? Oh ja, 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 ja. Wie bitte? Wenn du mit Sully sprichst, wird er sagen, dass Eau de Faulender Fisch altmodisch ist. Aber für mich ist es einfach klassische Eleganz. Wir haben definitiv extrem unterschiedliche Ansichten darüber, was gut riecht und schmeckt. Das sollte nicht allzu schwer sein. Erster Schritt, hole dir einen alten Fisch von Remy. Dann vergrabe ihn und lass den Duft reifen. Ich habe Angst. Trotz meines gesunden Verstands, ich bin dabei. Ich zweifle gerade an diesem gesunden Verstand. Super! Also wenn du mit das wird eine runde Sache. Verstanden? Ja. Lass uns abhängen.
Okay, einen speziellen Fisch von Remy holen. Drüben. Da hinten. Ah, da kann ich das Ei gleich noch mitnehmen. Aufheben. Hi, Remy. Ich habe ein Problem. Bonjour. Hallo, Isa. Was für ein kulinarisches Abenteuer erlebst du heute? Das willst du nicht wissen. Ein ziemlich merkwürdiger Fall. Ich wünschte, ich wüsste es. Merkwürdiger Fall. Oh? Du betrittst Neuland? Interessant. Ich helfe Mike bei einem kleinen Projekt. Wir brauchen einen Fisch, der vielleicht ein bisschen älter ist. Glaubst du, du kannst uns helfen? Oh. Klar. Machst du ein paar Experimente zum Thema Gärung? So könnte man es nennen. Oh. Das ist fantastisch. Machst du Schuströming oder Funasushi? Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Fast jede Kultur auf der Welt nutzt die Fermentation in irgendeiner Form. Ach so. Warte, ich hatte mir das mal erklären lassen. Fermentation ist die kontrollierte Gärung oder so ähnlich. Es tut mir leid, ich habe es mir nicht richtig gemerkt. Aber irgendwie sowas in die Richtung. Wird, glaube ich, bevor ich was Falsches sage, halte ich lieber die Klappe. Eigentlich ist es für ein Eau de Closette. Oh, okay, das ist ungewöhnlich. Was du nicht sagst. Oh. Aus den Gesprächen, die ich mit Mike und Sully geführt habe, frage ich mich, ob sie eine größere Fülle an Geschmacksrichtungen haben. Definitiv eine andere als ich. Eine größere Fülle? Was meinst du damit? Mhm. Wir alle haben bestimmte Geschmacksrichtungen. Süß, salzig, sauer und so weiter. Aber was ist, wenn die Monster einen viel umfangreicheren Gaumen haben? Was ist, wenn das, was wir als eklig empfinden, für sie nur ein anderer Geschmack ist, so wie für uns bitter oder Umami? Das ist eine interessante Ansicht. Da hast du gar nicht mal so Unrecht. Ich bin mit meinen derzeitigen Geschmacksnerven zufrieden. Ich glaube, er hat recht. Wie auch immer, hier ist der Fisch. Ich hatte in den letzten Tagen nicht viele Bestellungen mit Meeresfrüchten, also sind sie nicht mehr ganz frisch. Ich wollte sie gerade auf den Kompost werfen. Hoffentlich helfen sie dir bei deinem Plan. Toll, danke, Remy. Ich werde versuchen, durch den Mund zu atmen, während ich mich damit beschäftige. Ist, glaube ich, auch besser so. Danke. Gut, und jetzt am schillernden Strand. Okay, alles klar. Nein, keine Zeit. Keine Zeit. Ich habe zu tun. Ich möchte dieses Experiment bitte hinter mich bringen. Pflanzen. Fisch. Und jetzt? Lass den Duft des ruinierten Karpfens reifen. Warte 15 Minuten. Echt jetzt? Dann werde ich diese Folge wohl wieder schneiden müssen. Ja, ja. Bis gleich. So, da sind wir auch schon wieder. Die 15 Minuten sind rum. Mike steht hinter mir. Und dieses fischige Etwas sieht schon so aus, als würde es stinken. Okay, ich ernte mal. Okay, bitteschön, Mike. Geben. Ja! Ja. Oh, ja. Bitte sehr, ein verdorbener Karpfen, wie gewünscht. Aha. Lass mich mal schnuppern. Hey. Schnüffel, schnüffel, schnüffel. Er ist perfekt, Isa. Okay. Oh ja! Ich verlasse mich auf dein Wort. Oh, du kannst mir vertrauen. Der Schlüssel zur Beurteilung, ob er einsatzbereit ist oder nicht, liegt im Geruch. Okay. Wenn er fischig riecht, ist er noch nicht fertig. Aber wenn du das Aroma von Ammoniak und die Süße des Müllcontainers wahrnimmst, weißt du, dass er perfekt ist. Einmal tief durchatmen. Ammoniak mag ich ja, aber Müllcontainer nun wirklich nicht.
Ich bin beeindruckt von deinem Wissen über Düfte. Ich kann nicht glauben, dass ich das tue. Ich bin beeindruckt. Oh, ja. Meine Freundin Celia hat mich einmal zu einem Herstellungskurs für Eau de Closette mitgenommen. Was kommt als nächstes? Als nächstes sammeln wir die letzten Zutaten für das Eau de Closette. Wir brauchen ein leeres Fläschchen, um das Eau de Closette hineinzutun, und fruchtbare Erde für die erdigen Noten. Habe ich beides im Lager. Sobald es fertig ist, können wir es zu Herrn Duck bringen und sehen, ob er es für die anderen Dorfbewohner aufbewahren will. Ich kann dir jetzt schon die Antwort geben. Alles klar. Gut, dann ab zur Werkbank, damit ich diesen Fisch so schnell wie möglich loswerde. Sonst fange ich selbst noch an, nach Fisch zu riechen. Und das ist kein angenehmer Geruch. Ich glaube mir. Okay, da. Herstellen. Okay. Ab zu Dagobert. Ich hoffe mal, er schmeißt mich nicht hochkant direkt aus dem Laden wieder raus. Ich habe ja nichts gegen Fisch. Aber bitte frisch. Auch wenn ich Fisch jetzt so per se nicht esse, wenn dann so als Filets... Halt, Dagobert! Oder als Fischstäbchen. Das mag ich. Bitte schön, das soll ich dir geben. Sei gegrüßt, Nachbar. Was bringst du mir da mit, Isa? Es ist das angesagteste neue Eau de Closette im Tal. Entworfen von Mike Glotzkowski und meiner Wenigkeit. Los, schnupper mal dran. Aber natürlich. Schnüffel, schnüffel. Was denkst du? Isa, ich kann nicht in Worte fassen, wie fürchterlich das riecht. Ich hatte es befürchtet. Oh, das ist aber schade. Ich versuche, jemanden zu finden. Wir wollen Rückmeldungen. Auf Wiedersehen und bis bald. Teile das monströse Eau de Closette mit zwei verschiedenen Dorfbewohnern. Scar und Vanellope. Wo sind denn die beiden jetzt? Vanellope ist gleich da vorne. Da. Oh, hi, Zuckerschnittchen. Du willst doch unbedingt mit mir reden. Tatsächlich ja. Bitteschön. Ich hoffe, ich krieg die Flasche nicht an den Kopf. Hallo. Vanellope, du wurdest für ein besonderes Geschenk ausgewählt. Oh. Wirklich? Ich Glückspilz. Das ist etwas, das Mike und ich schon seit... Nein, ich will dieses Geschenk ohne Erwartungen annehmen. Gib schon her. Bist du sicher? Ja. Gut, dann mach für einen Moment die Augen zu. Was hältst du davon? Wow. Das riecht übel. Wie Ralfs altes Haus im Müll übel. Oh, du magst es nicht? Naja, es ist kein Duft für den Alltag. Aber er ist trotzdem irgendwie cool. So schlecht es riecht, dieser kleine Haker gerade liegt nicht am Video, das war im Spiel. Wollte ich nur mal kurz erwähnt haben. So schlecht zu riechen, das ist irgendwie eine Superkraft. So kann man es auch betrachten. Wirst du so zum Schurken? Ja. Eher eine unbeabsichtigte Folge meiner Macht. Ich weiß nicht, ob ich es ertragen könnte, einmal so zu riechen. Aber ich werde auf jeden Fall ein paar Orte finden, an denen ich richtig stinken kann. Alles klar, du machst das schon, Vanellope. Viel Spaß! Na los! Okay. Sieh zu, dass du verschwindest. Bin ja schon weg, Glitchy. Meine Güte. Erst will sie unbedingt mit mir reden und dann verscheucht sie mich wieder. So, wo ist Scar? Da. Warte, wo läufst du hin? Ah ja, dahin. Gut. Dann brauche ich nämlich gar nicht erst ins vergessene Tal hochzustiefeln, sondern kann gleich hier unten auf der sonnigen Ebene bleiben. Bin nämlich meistens eh schneller als der Zauber. Scar, lauf bitte nicht zu weit weg. Hallo? Löwi? Löwi, verbeuge dich vor mir und nimm mein Geschenk an. Ich brauche dich. Ach echt? Bitteschön, da hast du was. Sei gegrüßt. Scar, ich habe ein Geschenk für dich. Hast du? Endlich bekomme ich, was mir zusteht. In Anbetracht des Geschenkes weiß ich nicht, ob du wirklich so begeistert sein wirst. Aha.
Welchen Tribut bringst du demjenigen entgegen, der König sein sollte? Solltest du nicht, ich bin hier Königin. Nur mal so nebenbei. Das ist mein Valley. So. Nun, ich könnte es dir erzählen, aber ich zeige es dir lieber. Mach dich bereit für einen Spritzer. Ein Spritzer? Was ist ein... Frag lieber nicht. Bäh. Dieser erbärmliche Geruch würde selbst ein Rudel Hyänen in den Schwanz einziehen lassen. Ich hatte es befürchtet. Magst du es nicht? Nein. Aber Mike und ich haben so hart daran gearbeitet. Bist du sicher, dass du es nicht auf dich wirken lassen willst? Zugegeben, es riecht etwas übel. Ziemlich übel. Wir haben hart daran gearbeitet. Hast du dir überlegt, härter zu arbeiten? Also, wenn Dagobert dieses Eau de Closette in seinem Laden verkaufen würde, wärst du daran interessiert, es zu kaufen? Ich werde daran keine Antwort. Ich werde darauf keine Antwort geben. Sollte es einen berechtigten Grund geben, mit mir zu sprechen, werde ich in meiner Höhle sein und versuchen, diesen entsetzlichen Gestank zu beseitigen. Viel Spaß. Kusch, kusch. Ja, ja. Ich bin fertig. Bin ja schon weg. Erstatte Mike Bericht. Nicht so weit weglaufen. Da, Mike, bitteschön. Nun, ich nehme an, das ist nicht so gelaufen, wie wir gehofft hatten. Ja, sie sind noch nicht bereit für deine Vision. Ich kann es ihnen aber nicht übel nehmen. Faulender Fisch. Was hast du dir dabei gedacht? Nein, sie sind nur noch nicht bereit. Das ergibt Sinn. Zum Glück schätzt du guten Geschmack. Ich schätze dich, Mike. Wenigstens habe ich noch etwas Eau de Closette für einen besonderen Anlass übrig. Jetzt müssen wir unsere Aufmerksamkeit auf die Feinschmecker-Szene hier richten. Was hast du jetzt vor? Das ist die richtige Einstellung? Müssen wir das? Oh nein, das ist die richtige Einstellung. Ich bin mir nicht sicher, ob das die richtige Einstellung ist, aber... ja... Woran hast du gedacht? Ich habe mich über die heißesten Trends in der Welt der Lebensmittel informiert. Und Straßenessen zur Haute Cuisine zu machen, scheint gerade der letzte Schrei zu sein. Wir lieben fantastische Hausmannskost. Was willst du also machen? Lass es uns interessant machen. Ich gebe dir die nötigen Zutaten und du schaust, ob du das machen kannst, was mir vorschwebt. Probieren wir es. Ich kann es ja mal probieren, klar. Ich bin nicht dafür verantwortlich, wenn jemand eine Lebensmittelvergiftung bekommt. Wir lassen es... Ja, reden ist heute auch schwierig. Ja, ist ja gut, Scar. Wir haben es verstanden, auch wenn ich dir nicht zustimme. Lass es uns probieren. Ausgezeichnet. Denk daran, wir nehmen etwas Klassisches und werten es auf. Es braucht Eleganz und Schwung. Okay, gib mir die Zutaten. Nun, die normalen Zutaten sollten ganz einfach sein. Weizen, Milch und eine Muschel. Habe ich im Lager. Aber die Hauptzutat ist ein bisschen kniffliger. Wenn Scar einer Hauskatze ähnelt, spuckt er in seiner Höhle Fellknäuel aus und lässt sie dort liegen. Eklig, aber wahrscheinlich richtig. Warte, du willst, dass ich mit einem Fellknäuel koche? Jetzt wird's haarsträubend. Ja! Beabsichtigte Wortwahl. Nicht irgendein Fellknäuel, sondern ein herrschaftliches Fellknäuel. Dadurch wird das Endergebnis viel edler. Ich werde es zwar bereuen, aber ich bin dabei. Toll! Ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie sich das entwickelt. Ich auch. Okay. Begibt sich zu Scars Höhle. Die ist zum Glück nicht weit weg. Ich bin echt nicht sicher, was ich davon halten soll. Aber nun gut. Es ist eine Quest und Quests wollen erledigt werden, nicht wahr? Alles zugebaut. So. Gut, gucken wir mal, ob wir finden, was wir suchen. Oder was Mike sucht. Oder wir? Keine Ahnung. Da liegt so ein Ding. Gut. Sammle die Zutaten. Ich habe doch gerade so ein... Hä? Ah, gut. Okay, von mir aus. Habe ich zufällig gerade... Ich habe doch hier vorne irgendwo eine Hexenküche. Kann ich da kochen? Habe ich da was hingestellt zum Kochen? Ja, ich glaube, hier drauf kann ich... Ich kann kochen. Juhu. Rezept. Feinschmecker Rotdog. Alles klar. Rein damit.
Gut. Remy, Himmel, er wird mich umbringen. Auf dem Hauptplatz. Moment, nee, da wollte ich gerade weglaufen, gell? Da. Nicht schlafen gehen, mein Bester. Bloß nicht schlafen gehen. Gern geschehen, Nala. Ich bin echt gespannt, was Remy dazu zu sagen hat. Und ich habe Angst, dass er mich in den großen Zeh beißt. Ernsthaft. Ich glaube nicht, dass seine Feinschmecker-Nase und seine Feinschmecker-Zunge dafür gemacht sind. Ihm hätte ich das Ding geben sollen. Vielleicht wird er dann vernünftig. Hi. Hier drüben. Kleine Lieblingsratte. Bitteschön. Bonjour. Hey Isa, hilfst du Mike immer noch mit seinem Eau de Closette? Wir haben uns auf die Zubereitung von Leckereien konzentriert und als kulinarischer Experte des Dorfes würden wir gerne deine Meinung hören. Aha. Oh wow, was hast du gemacht? Es ist eine Anlehnung an eines von Mikes Lieblingsgerichten aus seiner Heimat. Ein Feinschmecker-Rotstock. Ah. Okay. Hier, nimm einen Bissen. Es tut mir leid, aber das schmeckt wie Müll, dachte ich mir. Naja, ein Versuch war es wert. Ist das gut oder schlecht? Ich schätze, das bedeutet, dass Mike es lieben wird. Ich muss sagen, ich bin fasziniert von seinem Gaumen. Ich bin sicher, du hast hart daran gearbeitet. Für Müll muss man sich nicht schämen. Meine Familie und ich haben viel Müll gegessen, bevor ich Küchenchef wurde. Aber ich bin froh, dass dieses Kapitel meines Lebens abgeschlossen ist. Das glaube ich dir. Na gut. Warum bringst du es nicht zu Mike zurück? Ich bin sicher, dass es ihm gefallen wird. Das ist eine gute Idee. Danke dir. Wir sind ein gutes Team. Das stimmt allerdings. Bitte schön, Mike. Geben. Und jetzt? Bin ich der neue Superstar-Visionär des Tals, oder was? Halte deinen Applaus zurück, während ich mich auf meine Nahaufnahme vorbereite. Eigentlich mochte Remy den Feinschmecker-Rotdog nicht. Was? Tut mir leid, Mike, aber ich glaube, dein Geschmack ist für die meisten Leute hier ein bisschen zu experimentell. Es ist wahr, das war schon immer mein Fluch. Der Zeit voraus, bahnbrechend, revolutionär. Ach, manchmal wird es einsam, wenn der Erfolg dich so hoch emporhebt. Lass uns hier nicht zu sehr übertreiben. Ich will nicht, dass du hier einsam bist. Ich habe eine Idee. Warum teilst du den Feinschmecker-Rotdog nicht mit Sully? Ich wette, er würde sich über ein bisschen Geschmack von zu Hause freuen. Mike ist irgendwie... Ah, jetzt bewegt er sich wieder. Tolle Idee, Isa. Ich gehe und suche ihn. Muss ich euch jetzt zuhören oder... Genau. Dann lauf mal hin. Ich folge dir. Na, wo ist Sully? Da kommt er doch schon. Ach. Warum könnt ihr nicht einfach die Wege entlang laufen, Leute? So, was haben wir hier? Hey, Mikey! Ich habe etwas Unglaubliches von der anderen Seite des Tals gerochen. Was hast du da? Lass deine Augen und deinen Magen an dieser Delikatesse teilhaben. Ein klassischer Rotdog. Oh wow, das erinnert mich an früher. Zweites Semester? Erinnerst du dich an das Wettessen? Hey, wenn die Rotdogs damals so geschmeckt hätten wie dieser, wäre ich vielleicht besser gewesen. Vielleicht teile ich das Rezept bei meinem nächsten Besuch mit der Mu. Ha! Ich glaube, Mike ist zufrieden. Hallo, Mike. Reden. Wie denkst du jetzt über das Tal? Viele Leute haben einen seltsamen Geschmack. Ich weiß, es ist nicht gerade toll, wenn andere Leute deine Interessen nicht teilen. Aber wenigstens konntest du dich mit deinem besten Freund treffen und eine nostalgische Leckerei teilen. Selbst wenn die Dorfbewohner nicht dasselbe essen mögen wie du, freuen sie sich trotzdem, dass du den Weg hierher zurückgefunden hast. Oh nein, du bringst mich zum Weinen, Isa. Wie soll ich meine Gelassenheit bewahren, wenn ich wegen dir ein feuchtes Auge kriege? Musst du doch gar nicht. Stimmt, du bist ein cooler Typ aus der Stadt. Versteck deine Gefühle nicht, Mike. Oh, ja!
Du hast recht. Ich muss es zu schätzen wissen, wie gastfreundlich alle sind. Oh, und noch etwas, Isa. Ja, Mike. Auch wenn du dein Geschmack, auch wenn dein Geschmack fragwürdig ist, du bist immer noch die Beste. Dankeschön. Du bist so toll, Mike. Du bist ein sehr guter Rudelführer. Dankeschön, Nala. Oh mein Gott, ihr werdet, ihr macht mich fertig. Ah, ich werde ganz rot hier, Leute. Ich muss diese Folge jetzt hier beenden, bevor ich hier noch komplett ins Stottern gerate. Genau. Ihr denkt dran, abonnieren, also Kanal abonnieren und Glocke aktivieren. Und dann sehen und hören wir uns ganz schnell wieder. Ich bin eure kleine Isa von Feel Free to Play.